Auf einer grünen Wiese, in einem grünen Haus, lebt Johannes und Merle. Schön, dass du uns wieder besuchen kommst. Die Merle ist noch in der Schule, aber sie wird bald wieder nach Hause kommen. Sollen wir gemeinsam auf Merle warten? Sie wird sich über deinen Besuch bestimmt freuen. Tiger! Hallo, Tiger. Ich muss dir was erzählen. Mein Bruder, Johannes, der hat mir so eine spannende Geschichte von Jesus erzählt. Jesus? Wer ist denn Jesus? Ist der auch aus diesem dicken Buch da? Wie heißt das nochmal? Ach ja, Bibel. Ja, genau, die Bibel. Da stehen so viele interessante Geschichten über Jesus drin. Und das Coolste ist, er liebt dich und mich auch und uns alle. Also Merle, dieser Jesus, also wie kannst du an den glauben, wenn er schon lange tot ist? Also ich müsste ihn kennen, wenn ich an ihn glauben soll. Aber du kannst ihn ja kennen, weil er lebt, weil er hier und jetzt noch um uns herum ist und er ist damals noch auferstanden und... Also Merle, echt, jetzt spinnst du aber total. Dieser Jesus kann doch nicht auferstanden sein. Wie soll er das denn gemacht haben? Oder etwa so als Zombie? Doch nicht als Zombie. Johannes hat mir das genau erklärt. Jesus ist für uns gestorben, damit wir zu Gott kommen können. Und deswegen müssen wir auch nicht sterben. Wir werden auch auferstehen. Also Merle, echt, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt sofort zum Schrank gehen und alle Tassen zählen. Hallo Johannes. Tiger war so gemein zu mir heute. Sie hat sich über mich lustig gemacht und hat ganz, ganz doofe Sachen gesagt. Was hat denn Tiger gesagt, dass du so traurig bist? Er hat gesagt, dass ich Quatsch erzähle, dass Jesus gar nicht auferstanden ist. Sie hat sogar gesagt, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe, dass ich die nachzählen soll. Aber du, Johannes, was kann man denn machen, wenn sich andere so über einen lustig machen? Das ist eine sehr gute Frage, Merle. Nichts leichter als das. Komm mit. Aber wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen zu jemandem, der genau weiß, was man machen kann, wenn Leute sich über einen lustig machen. Denn viele Leute haben sich auch über ihn lustig gemacht. Und ihn dann sogar getötet. Moment mal, den Weg kenne ich doch. Ja klar, wir gehen zu Jesus. Goldrichtig, meine Kleine. Wir gehen zu Jesus. Johannes, Jesus ist doch Gottes Sohn, oder nicht? Auch das stimmt. Also wenn Jesus Gottes Sohn ist und Gott ist allmächtig, dann kann er ja machen, dass es Tiger genauso beschissen geht wie mir jetzt. Dass sie mal richtig merkt, dass sie das nicht machen darf. Genau das wird Jesus nicht machen. Als sich die Leute über ihn lustig gemacht haben, hat er sie nur liebevoll angeguckt. Er hat sogar gesagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Ich soll Tiger lieben? Ich glaub, du spinnst! Du hast mich schon verstanden. Du sollst Tiger lieben. Das kann ich nicht. Ich kann doch nicht Tiger lieben. Wie soll denn das gehen? Aber genau deswegen sind wir doch zu Jesus gegangen. Er weiß, wie schwer das für uns ist, und darum möchte er uns dabei helfen. Und wenn wir unsere Wut an Jesus abgeben, dann können wir auch anderen verzeihen und sogar unsere Feinde lieben. Aber wie kann ich denn meine Wut abgeben? Ich kann sie ja nicht in die Hand nehmen. Siehst du den Stein da hinten? Stell dir vor, das wäre Tiger. Nun bring den Stein zu Jesus. Und dann sagst du zu Jesus, hier Jesus, ich bringe dir Tiger. Ich möchte die Wut, die ich auf Tiger habe, loswerden. Bitte helf mir dabei. Mann,
der schwer? Hier, Herr Jesus. Ich bringe dir Tiger. Ich möchte die Wut, die ich auf Tiger habe, loswerden. Bitte hilf mir dabei. Und morgen in der Schule lädst du Tiger ein, mit dir hierhin zum Kreuz zu kommen. Sie hierhin einladen? Also ich weiß hier nicht so recht. Was ist, wenn sie mich dann wieder auslacht? Wir können ja auch zusammen hierhin gehen mit Tiger. Also lad sie morgen zu uns nach Hause ein. Und bevor wir wieder nach Hause gehen, möchte ich dir noch einen Segen zusprechen, damit du immer weißt, Jesus ist bei dir und wird dich beschützen. Gott sei über dir, um dich zu behüten. Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Gott sei neben dir, um dich zu beschützen gegen Gefahren von rechts und links. Gott sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.